Hey Leute, ich bin's Max von Bushcraft Bear und heute möchte ich euch den MSR Seagull Titan Kettle vorstellen. Die Vorteile von dem MSR Seagull Titan Kettle liegen natürlich ganz klar auf der Hand. Er ist aus Titan und mit 118 Gramm ist natürlich das Gewicht der größte Pluspunkt von diesem Titan Kettle hier. Dass der Seagull von MSR aber nicht nur was für Ultraleichtfetischisten, sondern genauso gut für Bushcrafter ist, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wenn wir uns den MSR Seagull mal im Vergleich zu einem normalen Outdoor-Kochtopf anschauen, dann sehen wir, dass hier die Größen sehr unterschiedlich sind. Während normale Kochtöpfe auch im Outdoor-Bereich mit eher breitem Durchmesser und geringer Höhe gebaut sind, ist der MSR Seagull hier mit einem eher geringen Durchmesser und einer verhältnismäßig hohen Höhe ausgestattet. Auch die Griffe hier hinten sind eher nah am Topf anliegende Flügelgriffe und wir haben hier vorne einen Ausguss am MSR Seagull. Das Prinzip von diesem Titankettel hier verwirklicht so ziemlich das, was unter Bushpot in der Bushcraft-Szene bekannt ist. Und ein Bushpot ist im Prinzip nichts anderes als ein Allround-Topf. Der Topf soll sowohl als normaler Kochtopf für Nudel- oder Reisgerichte genauso wie für Soßen dienen, soll gleichzeitig aber auch zum Erhitzen von Wasser da sein, als Kaffeekanne und gleichzeitig auch noch als Becher genutzt werden können. Dieses Prinzip wird hier in dem MSR Seagull sehr, sehr schön verwirklicht. Mit dieser hochgeschnittenen Form des MSR Seagull Titankettel haben wir den großen Vorteil, dass wir direkt in offenem Feuer ohne ein Grillgitter oder einen Hobokocher kochen können. Wenn wir auf offenem Feuer kochen, haben wir das Problem, dass der Topf von unten normal sehr, sehr wenig Hitze bekommt. Wenn wir uns vorstellen, wir haben unser Lagerfeuer hier brennend, dann entsteht die Hitze natürlich dort, wo noch aktive Flamme oder Glut ist. Stellen wir hier den Topf auf, steht der Topf sehr instabil und schräg. Dazu kommt noch, dass wenn das Holz abbrennt, sich der Untergrund natürlich ändert. Deswegen gehen wir beim Kochen auf offenem Feuer normal anders vor. Wir nehmen den Topf und schieben ihn seitlich an das brennende Holz heran. Hier bietet jetzt die hohe Höhe eine sehr, sehr viel bessere Angriffsfläche für die Wärme an der Seite, als es bei niedrigeren Töpfen der Fall ist. Aber natürlich kann hiermit auch von unten mit einem Hobokocher sehr, sehr gut gekocht werden. Hier haben wir wiederum den Vorteil mit dem dünnen Durchmesser, dass wir auf kleineren Kochern eine sehr, sehr viel bessere Hitzeausbeute hier an dem Topf haben, als mit sehr großen Durchmessern, die nur punktuell erhitzt werden. Ein weiterer großer Vorteil des MSR Titan Kettle ist, dass der Deckel verhältnismäßig fest sitzt. Das bietet auch den Vorteil, dass wenn sich das Feuer bewegt durch abbrennende Äste, der Deckel nicht vom Topf geschlagen wird und Kohle oder Asche in unser Essen fallen. Ein weiterer Vorteil dieser Flügelgriffe hier ist nicht nur, dass der MSR-Kettle wunderbar zum Ausgießen als auch als Tasse zum Trinken verwendet werden kann. Durch die hohe Form sind diese Flügelgriffe auch sehr, sehr viel stabiler, da das Gewicht eher nach vorne kippt, als es bei flacheren Töpfen der Fall ist, wo das Gewicht eher seitlich gehalten werden muss. So bieten die Flügelgriffe hier wunderbare Stabilität, auch im befüllten Zustand. Mit dem Ausguss hier vorne kann natürlich problemlos Nudelwasser abgegossen werden, Kaffee ausgeschenkt werden oder einfach Soßen serviert werden mit abgenommenem Deckel. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns den MSR Titankettle mal im Gebrauch an. Neben den genannten Vorteilen beim Kochen auf offenem Feuer muss der Titankettle natürlich auch mit kleinen Kochern gut funktionieren. So probiere ich den Kocher jetzt heute auf der Bushbox Ultra Leicht aus mit Spiritus im Betrieb und mit 0,85 Litern ist der MSR Titankettle auch in der optimalen Größe für ein Ein-Mann-Kochset sowie in der optimalen Größe für eine Tasse. Ich werde jetzt Wasser einfüllen und dann werden wir mal schauen, wie sich der Topf so in der Benutzung schlägt. Hier sehen wir jetzt wunderbar den genannten Vorteil. Mit dem schmalen Durchmesser sitzt der Topf direkt über dem Spiritusbrenner und hier über der Bushbox Ultra Leicht. Und so ist die Hitzeausbeute optimal und die Hitze geht direkt an den Topf. Wenn wir das Ganze mit einem größeren Topf machen würden und den Topf hier drauf stellen, sehen wir, dass sie hier seitlich vorbeiragt, wodurch die Ecken sehr, sehr viel schlechter erwärmt werden als hier bei dem MSR-Kettle. Ja, sehr schön zu sehen ist jetzt hier der aufgestellte Topfgriff.
Und ich kann jetzt wunderbar hier den Deckel abnehmen, ohne mir die Finger zu verbrennen. Und wie ihr seht, ist das Wasser jetzt kurz vorm Kochen. Das heißt, es ist sehr, sehr vorteilhaft, hier den Deckel aufstellen zu können. Einen weiteren Vorteil, den Titan bietet, ist neben dem sehr, sehr leichten Gewicht auch eine sehr, sehr hohe Standfestigkeit gegen Verschleiß wie Abrieb oder Verbeulen. So verbindet Titan sowohl die Vorteile von Aluminium mit leichtem Gewicht als auch von Edelstahl, das sehr, sehr hohe Standfestigkeit gegen Verschleiß hat. Der einzige Nachteil bei dem Titankessel ist natürlich der Preis. Mit rund 60 Euro ist Titan natürlich eines der teuersten Materialien, die im Topfbau im Outdoor-Bereich verwendet werden. Ja, der MSR Titankessel, meiner Meinung nach ein sehr, sehr schön gelungener Topf. Wie gesagt, er verbindet sowohl Vorteile von Aluminium als auch von Edelstahl in der Materialwahl. Titan ist ultra leicht, sehr, sehr stabil und bietet einfach sehr, sehr vielfältige Einsatzmöglichkeit. Sowohl auf dem Hobokocher als auch auf dem Spiritusbrenner, genauso aber auch wunderbar direkt im offenen Feuer auf der Feuerstelle und meiner Meinung nach einer der besten Umsetzungen eines modernen Bushpot. Falls ihr Interesse an dem MSR Titankessel habt, dann schaut auf www.walkonthewildside.eu vorbei. Dort könnt ihr den Titankessel von MSR beziehen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.